letters from the Havana. Letter 4. Population of the Havana markets. Mode of living of the Habaneros. Description of a volante corrida de toros or bullfight. The Alameda. Females of the Havana. The theater. Havana Playbill. Gaming houses, dances, tertulias, catres. Robert Francis Jameson. Briefe aus Havanna aus dem Jahre 1820. Bericht über die gegenwärtige Lage der Insel Kuba sowie Betrachtungen zum Sklavenhandel. London, John Miller, 69 Fleet Street, im Jahre 1821. Lesung und Übersetzung aus dem Englischen, Mark Pusch, 2019. Sie hören Auszüge aus Brief 4 über die Stadt Havanna. Im Jahr 1817 gab es in den Mauern von Havanna 10.392 weiße Männer in jeder Altersstufe und 8.125 weiße Frauen. Die gesamte farbige Bevölkerung innerhalb des Mauerrings betrug 12.738 Männer und 13.214 Frauen. Das Gesamt der innerhalb der Mauern ansässigen Bevölkerung beläuft sich also auf 44.319 Personen. Diese Zählung beinhaltet nicht die reguläre Garnison. Die fünf Barrios, also die fünf Vorstädte, umfassen 7.830 weiße Männer und 7.831 weiße Frauen, 6.823 farbige Männer und 7.821 farbige Frauen. Das Ergebnis sind 34.178 weiße und 40.596 schwarze Menschen. Zählt man noch die Garnison sowie die Besatzung der Schiffe hinzu, die täglich hier im Hafen einlaufen, wird man nicht umhinkommen zu bemerken, dass so viele Münder einen wohlversorgten Markt erfordern. In manchen Teilen der Stadt gibt es große Plätze, Plazas genannt, auf denen die Märkte abgehalten werden. Gegen 4 Uhr früh kann man hier eine unglaubliche Menge weißer, schwarzer und farbiger Monteros mit Produkten antreffen, die aus dem Umkreis von 20 Meilen in Körben, auf Eseln und Pferden in die Stadt geschafft worden sind. Es ist erstaunlich, wie diese armen Tiere mit Geflügel, Obst, Mais, Malacha, dem Maisstroh, das als Futter unter anderem für Pferde grün geschnitten wird, Milch und jeder Art von Gemüse beladen sind, während der Treiber, ungeachtet der bereits beträchtlichen Last, inmitten der Körbe thront, Zigarre raucht und seine Peitsche schwingt. Nie sieht man ein Maultier ohne Treiber, der, anstatt das Gewicht durch seine Beförderung im Karren zu reduzieren, direkt auf dessen Rücken sitzt. Den Weg zu Fuß bewältigen zu wollen, stünde hier wohl sowieso ganz außer Frage. Ungeachtet dieser Behandlung
sehen die Pferde gut aus und können mit ihrer Last viele Leguas in der Sonnenglut in schlurfendem Trott zurücklegen. Es ist eine kleine Rasse, etwa in der Größe eines englischen Straßengauls, die, da sie recht zahm ist, gewöhnlich ohne Zaumzeug oder Steigbügel geritten wird. Ein Nasenriemen oder ein Stück Strick dient üblicherweise als Zügel. Um diesen Abschnitt meiner Epistel aus dem Veterinärwesen zu einem Ende zu führen, möchte ich noch anfügen, dass diese Pferde selten beschlagen sind und nie gestriegelt, jedoch regelmäßig jeden Morgen gebadet werden. Doch kehren wir zum Markt zurück. Die Buden, die eine Gebühr von einem Real an die Stadt abführen müssen, indes jedes beladene Pferd ebenso einen Real bei Eintritt durch die Stadttore entrichten muss, die Buden also sind gut bestückt mit Fleisch, Fisch, Geflügel, wobei die Truthähne und Wachteln ganz ausgezeichnet sind, und allen erdenklichen saisonalen Produkten. Die Preise für Fleisch und Brot werden von den Regidores reguliert, die vor der Wiederherstellung der Konstitution das Beste von allem für sich und ihre Freunde einbehalten hatten. Fleisch kostet um einen englischen Schilling und die Habaneros verschlingen eine große Menge davon. Sie frühstücken mit Fleisch, dinieren mit Fleisch, nehmen ihr Nachtmahl mit Fleisch ein. Und all das mit piratischem Appetit. Es ist ein patriotischer, wenn nicht gar konstitutioneller Appetit nach immensen Herden, die in Potreros genannten Stellen im Innern des Landes gezüchtet werden. Die Insel kann sich jedoch nur mit frischem Fleisch, Fisch, Geflügel und Gemüse selbst versorgen. Das Tasajo genannte Trockenfleisch, der Bacalao genannte Trockenfisch, mit denen die Sklaven versorgt werden, Schinken, Reis und alle anderen Lebensmittel müssen von Fremden herbeigeschafft werden. Jährlich wird Mehl in der Höhe von 80.000 Tonnen importiert, auch wenn man den Boden der Insel für fähig erachtet, Weizen zu tragen. In der Nähe der Stadt Villa Clara und östlich von Sancti Spiritus wird guter Weizen angebaut, so wie man in Guines Reis erntet. Es gibt einige intelligente Männer auf dieser Insel, die den Vorteilen gegenüber nicht unempfindlich sind, die von einer Erweiterung des Anbaus dieser Grundnahrungsmittel und der Ersparnis von mehr als 2 Millionen Dollar, die jedes Jahr dafür aufgewendet werden, ausgehen. Es muss hier nicht an Luxus gespart werden, und man tut es auch nicht. Die Tische der Reichen sind mit einer Unmenge von Tellern bedeckt, und nach dem Tischgebet, was ich einen Strafakt nennen möchte, fallen die umgebenden Autoritäten mit richtigem Eifer über sie her. Dennoch sind Dinnerpartys hier nicht üblich. Da. Wenn in einer Familie ein festlicher Anlass besteht, beginnen die Verköstigungen mit einem Frühstück, das man in der Tat als frühes Abendessen bezeichnen kann. Der Caballero Cubano, der kubanische Kavalier, steht früh auf und trinkt sogleich eine Tasse Schokolade. Dann entzündet er seine Zigarre und strolcht entweder in seinem Patio oder auf seinem Balkon auf und ab. Oder er besteigt ein Pferd. Um 10 Uhr frühstückt er mit Fisch, Fleisch, Suppe, Ham und Eggs, mit Wein und Kaffee. Bevor die Gesellschaft sich vom Tische erhebt, wird einem jeden eine kleine Pfanne mit glimmender Holzkohle gereicht, damit er sich daran die Zigarre entzünde. The females, except in the upper ranks, smoke also. Die Frauen rauchen ebenfalls, außer denen der höheren Klassen. Doch ist eine exakte Linie diesbezüglich schwer zu ziehen, da die Frauen hierzulande sehr stark dazu tendieren, sich dem neutralen Geschlechte hinzuzugesellen.
Ich musste sogar mit ansehen, wie Frau und Töchter eines Oficial Real, eines königlichen Beamten, auf der Straße öffentlich rauchten. Ich sah Frauen und Töchter von Advokaten, Ärzten und Bürgermeistern rauchen. Und doch ist es völlig wahr, wenn die Gentlemen sagen, dass eine Lady nicht rauche. Das ist ein verzwicktes Paradox. This is a knotty paradox. But if I remember right, the clown in the Winter's Tale makes some observations very illustrative of the point. For my part, I am not clown enough to attempt it. Smoking, indeed, is so general that the people all look like pictures of saints with glorified halos. Who put that naughty fly back in again? It is said the poor Mexicans were conquered so speedily by the handful of invaders. Wenn ich mich richtig entsinne, macht der Clown in Shakespeare's A Winter's Tale einige sehr beispielhafte Beobachtungen bezüglich dieses Punktes. Jedoch bin ich nicht Clown genug, um mich darin ebenfalls versuchen zu wollen. Rauchen ist in der Tat so weit verbreitet, dass sich die Menschen hier alle wie die Heiligen auf jenen kleinen Kitschbildchen von herrlichem Glorienschein eingehüllt finden. Man sagt, dass sich die armen Mexikaner so schnell von einer Handvoll von Invasoren einnehmen ließen, weil sie von der Verwirrung geblendet waren, die das Erscheinen von Cortes 16 Dragonern bei ihnen ausgelöst hatte, da sie den Mann und das Pferd für ein Tier gehalten hatten. Müsste heute ein Chor von Spaniern in ein Mexiko ohne Tabak einmarschieren, würden die Männer, angetan mit ihren dampfenden Zigarren, denselben schreckenerregenden Effekt zeitigen. Ja, selbst die Kinder rauchen. Kleine Knirpse von 5 oder 6 Jahren stolzieren mit ihren Zigarren umher. Und da die Eltern die Jungen dieses Alters in lange Mäntel mit kleinen Spazierstöcken stecken, haftet ihnen so ganz das Aussehen des Mannesalters an. Nur die Barthaare fehlen noch, um sie ganz wie die Karikatur ihrer Väter aussehen zu lassen. Aber ich bin doch allzu rasch vom Frühstückstische aufgesprungen. Wohin gilt es, sich nun zu wenden? Das ist eine Frage, die mehr als die Hälfte der Habaneros nur allzu oft umtreibt. Dieses oder etwas anderes muss doch unternommen werden. Und schon ist die Volante geordert. Dieses Vehikel hat die Karosserie der alten französischen Cabriolets, dem die Federblätter ermangeln, das jedoch zwei enormen Rädern vermittels Lederschlingen aufgesetzt ist. An seinem äußersten Ende verfügt es über ein paar lange Schäfte, an denen das Pferd angebunden wird, sodass sich dieses an einem und die Räder am anderen Ende befinden und das Gewicht auf beide gleichmäßig verteilt ist. Die Karosse schwingt mit einer schaukelnden, der Sänfte ähnlichen Bewegung hin und her. In den Straßen Havannas ist der Betrieb dieses Wagens nur mit einem Pferd erlaubt. Ihm ist ein kräftiger Neger in adretter Livree aufgesetzt, mit langen Ledergamaschen, die in Form von Schaftstiefeln verfertigt und denen ein paar große Sporen angeheftet sind, die sich wohl eher für den Gebrauch bei Elefanten als bei Pferden eignen. Auf dem Lande reitet der Kutscher gewöhnlich auf einem anderen als dem Zugpferd, das mit dem ersteren als Ausleger durch ein Geschirr verbunden ist. Vor der Karosse wird ein Stück dunkelblauer wollener Decke ausgebreitet, um bei Tage Staub und Sonne und bei Nacht den Verfall fernzuhalten. Enorme Mengen dieser Vehikel bevölkern die Straßen. Es gibt kaum eine ehrenwerte weiße Familie, die nicht eines besäße. Und für alle die, die sich seinen Besitz nicht leisten können, gibt es viele Pferdedroschken, die entlang der Hauptverkehrsstraßen auf Kundschaft warten. Die Hitze des Tages ist eine Zeit für zeremonielle Besuche. Und wenn es Sonntag oder Heiligentag ist,
sollte man herumfahren und seine Verbeugungen machen. Ist gerade einmal keiner, muss man nur auf seine engen Freunde zählen. Man lehne sich in einem weiten Armsessel gegen die Wand, nehme ein Bad und ziehe sich für das Dinner um. Diese Periode der Rekreation ist gegen 3 Uhr und dauert selten länger als eine Stunde, denn die Spanier trinken, wie alle Ausländer, keinen Wein nach dem Essen. Bevor sie sich vom Tisch erheben, macht die kleine Holzkohlepfanne wieder ihre Runde. Der Kaffee folgt ihr auf dem Fuße, die Konversation entspannt sich allmählich und jeder zieht sich zurück, seiner Siesta nachzukommen. In weniger als einer Stunde sind alle wieder auf den Beinen. Die Volante ist bestellt. Vielleicht gibt es ja eine Corrida de Toros, einen Stierkampf. Und dorthin strebt dann ganz Havanna. Diese Belustigungen finden nur manchmal statt und werden in einem großen hölzernen Gebäude außerhalb der Mauern abgehalten. Es ist eine sehr komplizierte Sache, hier Zutritt zu erhalten. So groß ist die Anziehungskraft, besonders wenn die Stiere Todos de Muerte, alle dem Tod geweiht sind und sich mit Feuerwerkskörpern bestückt werden. Der Gewinn liegt für gewöhnlich zwischen 2.000 und 3.000 Dollar. Wenn es aber keine Corrida gibt, dann begibt man sich auf die Alameda, die öffentliche Promenade. Ein regelmäßig angelegter Platz mit einem breiten Karrenweg und Fußwegen, mit Bänken auf jeder Seite. Er befindet sich außerhalb der Mauern, am weiter entfernten Ende, wo auch das Militärhospital und die Barracones, die Baracken, liegen, wo frisch importierte Neger für den Verkauf untergebracht werden. Wenn hier also ein Fremder, während der Fahrdamm von fröhlichen Volantes und Nichtstuern nur so wimmelt, seine Blicke schweifen lässt, kann er die 3 Besonderheiten des Lebens auf einer karibischen Insel beobachten. Eine in Luxus schwelgende Bevölkerung, das Übel der Sklaverei und die Verheerungen des Gelbfiebers. Es ist wirklich eine angenehme Szene, die sich einem da am Tage dieses fröhlichen Kausus bietet. Die Capacete, die schwarze wollene Decke am vorderen Teil der Volante, wird zu diesem Anlass entfernt und die liebreizenden kubanischen Damen verwöhnen die Menge mit dem unverhüllten Blick auf ihre diesen schwirrenden Thronen aufgesetzte Person. Strahlende, dunkle Augen in Hülle und Fülle kann man hier von vorbeifahrenden Volantes in rascher Vorüberfahrt schnell erhaschen. Und sie sind unbeschattet von Locken oder Mützen. Das Haar à la Grec gescheitelt ist immer unbedeckt. Nur in der Kirche tragen diese Bezaubernden ihre Mantilla oder ihren Schleier über Kopf und Schulter geworfen und mehr oder weniger nah über ihrem Gesicht, je nach dem Zustand ihrer Verehrung. Zu diesen Gelegenheiten also kleiden sie sich in Schwarz, gemäß der alten spanischen Mode, doch zu anderen Zeiten ist ihre Erscheinung leicht und luftig, nach französischem oder englischem Stil, neigen jedoch eher zu letzterem. They are generally well made, and in the upper ranks, fair.
Ihre Gestalt ist üblicherweise gut gewachsen und bei Personen der oberen Schichten geradezu liebreizend. The manners of these latter are lively and agreeable, and though custom sanctions a broad cast of expression on subjects which an English lady either avoids or blushes at, yet they are. Die Manieren der Letzteren sind lebhaft und angenehm, und obwohl der Brauch ihnen einen freien Umgang mit anderen Personen einräumt, den eine englische Lady eher vermeidet oder dem gegenüber sie errötete, so sind sie doch unzweifelhaft, und das glaube ich vollständig, genauso treusorgende Ehefrauen und gehorsame Töchter. Der beste Beweis hierfür ist, dass eine jede der Mutterschaft zuneigt. Die Erziehung von Frauen ist ein Punkt, dem nun völlige Aufmerksamkeit zuteil wird. Französisch, Musik, Geographie und Geschichte werden in allen wohl angesehenen Familien unterrichtet. Da es hier jedoch keine Hannah More gibt, bleibt Latein eine Sache für Gentlemen. There are no Hannah Mores here, and therefore Latin is left to the gentlemen. Oh damn, now I've got two in here. There is one symptom here of good sense in the men and virtue in the women. Jealousy seems extinct. Es zeigt sich ein Symptom für den guten Sinn bei den Männern und für die Tugend bei den Frauen. Eifersucht scheint hier ganz ausgelöscht. Die Frauen verkehren in voller Freiheit, sitzen an ihren Fenstern und schauen den Passanten zu, ohne Angst, weggesperrt zu werden. Weder sah ich eine Aufseherin noch einen Käfig im Hause eines Ehemanns. Und, was noch schlimmere Kunde für die Liebenden in den Romanzen der Liebesromane wäre, hörte nicht eine Serenade. Ich wünschte, ich könnte das auch von den weißen Frauen niederen Ranges sagen. Die Tatsache ist, dass sie Erziehung wünschen, und so sie dies tun, wollen sie alles. Ihre Gewohnheiten sind schmutzig, ihr Geist und ihr Benehmen träg. So kann man Freundinnen in der Abendfrische an ihren Haustüren beobachten, die gegenseitig den Inhalt ihrer Köpfe examinieren. Und dies meine ich auf gar keinen Fall intellektuell. Sie scheinen darin nicht im geringsten etwas Abstoßendes zu finden. Ich neige dazu zu glauben, dass die 274 Findlinge, die im letzten Jahr dem Hospital in Havanna zugestellt worden sind, leider ebenfalls dieser Klasse hinzugezählt werden müssen. Ich schweife ab. Jedoch ist diese Abschweifung eine natürliche. Wir werden ja doch nicht zur Alameda zurückkehren, denn es ist höchste Zeit, ins Theater zu gehen, wenn eine Oper aufgeführt wird. Ist es nur eine Commedia famosa, so werden wir das Haus dem Pöbel überlassen. Es ist üblich, eine Loge für die ganze Saison oder zumindest für eine bestimmte Zeit, 3 oder 4 Monate zu nehmen, tut man dies nicht, so bekommt man überhaupt keinen Logenplatz. Man zahlt 4 Reales an der Eingangstür und hernach eine zusätzliche Summe, je nach dem Teil des Hauses oder der Art der Bequemlichkeit, die man sich erwählt hat. Die Gesellschaft ist erträglich und das Haus praktisch, wenn auch nicht groß. Es wird nur zu den hohen Soireen voll erleuchtet, was bei Verkündung von Programm und Stück immer mit angekündigt wird, etwa wie folgt. Pueblo muy ilustre y respetable de La Habana, en esta noche les presentamos la comedia famosa y muy elogiada, intitulada El Triunfo del Ave María, in cual el señor García representará el papel del gracioso, quien entregará tantos discursos verdaderamente agradables y ingeniosos, igual que la señora Gamborino, quien interpretará el rol de la graciosa, cuyas observaciones divertidas y monólogos... Ilustres und respektables Volk von Havanna. Heute Abend präsentieren wir Ihnen die berühmte und vielgelobte Komödie mit dem Titel »Der Triumph des Ave Maria«.
in der Señor Garcia der Part des Gracioso zufällt, der viele wahrlich hübsche und gewitzte Reden zu halten Veranlassung hat. Señora Gamborino inkorporiert desgleichen den Charakter der Graciosa, deren unterhaltsame Beobachtungen und kluge Monologe dem Publikum zum großen Vergnügen gereichen. Die Komödie findet sich mit entsprechenden Kostümen und Szenen verschönt, unter anderem mit dem Marsch der heroischen spanischen Armee wider die Ungläubigen. So zieht man mit angemessener kriegerischer Begleitung, mit spanischem Held auf hohem Ross, gegen den die Spanier herausfordernden maurischen Häuptling, wobei es dem stolzen Konquistadoren mit der Hilfe des Ave Maria gelingt, den Kopf des Mauren vom Rumpf zu trennen. Es folgen andere angenehme und überraschende Begebenheiten. Hiernach wird das hervorragende und vielbewunderte Stück mit dem Namen Die Wiederherstellung der Verfassung aufgeführt, in dem, von einem vehementen Patrioten verfasst, die Zeremonie der Grundlegung unserer über die Maßen glorreichen Verfassung zur Anschauung gelangt. Des Weiteren sehen Sie die Porträts der spanischen Helden Quiroga und Riego sowie den Einzug des Bürgermeisters und anderer Amtsträger. Das Theater wird mit vollkommener Beleuchtung illuminiert, um dem so überaus geschätzten Publikum in jeder nur erdenklichen Weise Genugtuung zu verschaffen. Wenn das Theater nicht attraktiv genug erscheint, bleibt noch eine letzte Möglichkeit zum Zeitvertreib. Eine kurze Wegstrecke vor den Mauern Havannas gelegen, befinden sich zwei oder drei elegante Häuser mit geräumigen Salons und gemalten Dekorationen. Ich vergaß zu erwähnen, dass die Wohnungen in den Häusern im Allgemeinen von der Decke hinunter bis zur Hälfte der Wand weiß gestrichen sind, worunter sich Gefache befinden, die im fröhlichen Stil gestaltet wurden. Eine Lampe hängt von der Mitte der Decke herab. Ein Sofa, vier in die Ecken eingepasste kleine Tische und Reihen eher gewöhnlicher Stühle stellen die übliche Ausstattung einer Wohnung dar. Die Häuser, auf die ich hier anspiele, verfügen über eine reichere Möblierung. Es handelt sich um Privatresidenzen von Personen, die sie in jeder Nacht vom Lichterglanz erstrahlen lassen und ihre Türen dem Publikum öffnen. Jegliche weiße Person kann ohne Einladung eintreten und er oder sie finden hier Musik für den Tanz sowie Tische, an denen Monte gespielt wird. Das beliebteste Spiel der Kubanis. Es handelt sich in der Tat um Spielhöllen, in denen der Besitzer seinen Profit an den Tischen macht. Die öffentliche Meinung neigt so wenig gegen sie, dass sie von Personen gehalten werden, die sich andernorts in respektablem Stand befinden. Familienväter frequentieren sie sogar im Gefolge ihrer Frauen und Töchter, sodass man dort auf richtig gute Gesellschaft treffen kann. Sicher haben Sie auch schon davon gehört, dass der Tanz als beliebtestes Amüsement auf den westindischen Inseln gilt. Er wird nicht bis zur Raserei betrieben wie auf den englischen Inseln, doch gilt er auch hier nach wie vor als Lieblingsbeschäftigung. Obwohl fast gänzlich im Rest der Welt verbannt, kann das Minuett, der diesem Klima sicher angemessenste Tanz, seine Stellung verteidigen. Der Fandango ist der Nationaltanz und man kann seine Aufführung oft in den Abendstunden beim Vorbeischlendern an den Privathäusern beiwohnen. Die Tertulia ist den Spaniern das, was uns der Debattierclub ist. Sie wird jedoch mit gebührender Gravität und Ordnung geführt. Havanna kann ganze Säle mit angenehmen und schönen Frauen und mit vernunftbegabten Männern füllen, die an Gentlemen erinnern und deren gute Erziehung so viel Förmlichkeit anhaftet, dass sie nach alter Schule riecht. Wenn sich ein wohlerzogener Caballero nach einer Visite zum Aufbruch anschickt, verbeugt er sich zunächst in einem sehr korrekten rechten Winkel.
Dann ein zweites Mal, wenn er den Raum zur Hälfte durchmessen hat. Dann ein drittes Mal, währenddem er sich umwendet und dabei fast die Türschwelle berührt. All dies ist gut und schön, sieht recht höflich und imposant aus und würde geeignet sein, unsere hohe Meinung bezüglich gewöhnlicher Salonmanieren zu beeindrucken, hätte der Gentleman nicht während der gesamten Zeit seines Besuches um seinen Stuhl herum ausgespuckt, sodass es einem beinahe den Magen umgedreht haben wollte. I am beginning to be censorious again. The fact is, I am tired of my pleasurable tour, and it is now high time to think of repose. Ich beginne schon wieder übertrieben scharf zu kritisieren. Das liegt in der Tat allein daran, dass ich nach meiner vergnüglichen Tour eine gewisse Müdigkeit verspüre und es die rechte Zeit ist, an Erholung zu denken. Das allgemein übliche Bett ist nichts weiter als ein hölzerner Kasten mit gekreuzten Beinen, auf dem ein Stück Leinwand sich ausgestreckt findet. Darauf ist ein paar dünner Laken drapiert, zwischen denen man sich selber ausstreckt, während ein darüber angebrachter schmaler Rahmen ein Netz hält, das das Bett überall herum abschließt, um den Moskitos Zutritt zu verwehren. Diese Lagerstatt wird Katre genannt. Es ist etwas Übung vonnöten, die Knochen mit dem Gebrauch dieses Bettes auszusöhnen. Jedoch wird seine Frische dazu Anlass geben, die gewohnte Matratze zu seinen Gunsten hinter sich zu lassen. But its freshness will certainly induce you to change your mattress for it. On this dormitory, if there are neither scorpions nor lizards, nor arana peludas, or large hairy spiders, whose bite is venomous. In diesem Alkoven nun kann ich mich endlich mit großer Genugtuung niederlegen. Gegeben der Fall, dass ich weder Skorpione, Eidechsen oder große haarige arana peluda genannte Spinnen, deren Biss als giftig gilt, unter meinem Kopfkissen vorfinde. Umso seliger bin ich, wenn ich meine Augen im Angesichte der zuvörderst beschriebenen Szenen schließen und mich in meiner Imagination zurückbegeben kann, zu jenem kostbaren Felsen in Silberner See, von dem seine murmelnde Bevölkerung nur für eine kleine Weile entfernt werden müsste, um ihn wahrhaft als das zu betrachten, was er ist, das Land hoher Gesinnung, der Kultiviertheit, vernünftiger Vergnügungen und, lassen Sie es mich mit allem Nachdruck hinzufügen, das Land der geistigen Freiheit. I am born back in visions to that precious stone set in the silver sea, whose murmuring population only require to be placed out of it for a space, to regard it as it is, the land of good sense, refinement, rational enjoyment, and, let me emphatically add, rational liberty. Sie hörten? Robert Francis Jameson. Letters from the Havana during the year 1820. Über die Stadt Havanna. Auszüge aus Brief 4 aus Robert Francis Jameson. Briefe aus Havanna aus dem Jahre 1820. Bericht über die gegenwärtige Lage der Insel Kuba sowie Betrachtungen zum Sklavenhandel. London, John Miller, 69 Fleet Street, im Jahre 1821. Hm.
Lesung und Übersetzung aus dem Englischen, Mark Pusch, 2019. Now that is too much for me. So won't you get out of here, you bloody bitch of a Spanish fly? Oh, ahora nocentendamus.